Er wusste nichts davon. Umso größer die Überraschung. Hartmut Mayrhofer bekommt von DHB-Vizepräsident Hans Artschwager eine Trophäe überreicht. Der scheidende Trainer der SGB BM Bietigheim wurde von seinen Trainerkollegen und Managern der zweiten Liga zum Trainer der Saison gewählt. Danach gewinnt sein Team noch deutlich das Derby gegen Balingen. Was kann es Schöneres geben? Eigentlich ist es viel zu kitschig, ja, wenn es nicht wahr wäre. Wir steigen im letzten Jahr auf und haben so eine emotionale Atmosphäre hier. Das war wunderschön. 5 Jahre, 2 Aufstiege. Mayrhofer ist in Bietigheim zu einem absoluten Top-Trainer gereift. Er wurde hier 5 Jahre lang eine tolle Arbeit abgelegt und natürlich mit Höhen und Tiefen und mit dieser jungen Truppe, die so tollen Handball spielt, das ist sein Markenzeichen, das ist seine Handschrift. Toi, 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 für ihn auch, für die Zukunft. Gerade mal 2 Spieler verlassen die SG, dafür aber mit Gerdas Barbaskas und Paco Barth 2 absolute Leistungsträger. In den 6 Jahren, die der Südfranzose Bart in Bietigheim verbracht hat, hat er nicht nur sein Deutsch perfektioniert, sondern hat sich auch zu einem der besten Spieler der zweiten Liga entwickelt. Für die Zukunft in Liga 1 gibt er seinen Teamkollegen noch etwas auf den Weg. Immer versuchen, gute Stimmung zu halten. Also ich bin ein bisschen in der Kabine zuständig für Spaß machen. Wer die Perücke kennt, weiß, wovon ich spreche. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn in den Phasen, wo es schlecht läuft, dass eben die Mannschaft zusammenhängt, weil als Aufsteiger, ich habe das mitgemacht und wir haben es trotzdem geschafft, eigentlich relativ eng miteinander zu bleiben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wenn die Mannschaft dann auseinandergeht, dann ist es ein großes Problem. Nach der Ära Mayrhofer folgt jetzt das Abenteuer erste Bundesliga unter dem neuen Coach Ralf Bader. Sein Vorgänger Mayrhofer traut seinem Ex-Team auch in Zukunft einiges zu. Ich glaube, dass man eine realistische Chance hat, in der Klasse zu bestehen. Ich glaube, man hat hier gut gearbeitet. Dieser Weg muss sicherlich weitergehen. Einfach wird es nicht, aber ich traue der Mannschaft eine realistische Chance zu, in der ersten Liga zu bleiben. Vieles wird ab dem Trainingsauftakt im Juli gleich bleiben. Einiges wird sich aber natürlich auch ändern. Es wird eine spannende Reise der SGB BM Männer. Wir werden diese weiterhin im Auge behalten, genauso wie den noch offenen weiteren Weg von Hartmut Mayrhofer, einer, der Eindruck hinterlassen hat in der Sportregion Stuttgart.